An einem frühen Morgen, lange vor Hahnenschrei, wurde ich geweckt durch ein Pfeifen und ging zum Fenster. Auf meinem Kirschbaum, Dämmerung füllte den Garten, saß ein junger Mann mit geflickter Hose und pflückte lustig meine Kirschen. Mich sehend, nickte er mir zu. Mit beiden Händen holte er die Kirschen von den Zweigen in seine Taschen. Noch eine ganze Zeit lang, als ich wieder in meiner Bettstatt lag, hörte ich ihn sein lustiges kleines Lied pfeifen.